Hallo zusammen, ja, das ist die 20. Folge. Heute wird arbeitstechnisch nicht viel passieren, aber es gibt einen Gartenrundgang April und ja, ich habe schon wieder ein paar neue Schätze gefunden aus der Sperrmüllsektion und ja, ein paar andere Sachen haben noch zu mir gefunden und das werde ich euch einfach zeigen. Außerdem, der ganze Garten ist voller Leben, ich freue mich riesig, ich habe auch schon genascht von den Beeten. Fühlt sich einfach nur herrlich an, auch tierweltmäßig, was hier alles so sich einfindet, sag ich mal. Das ist echt schön. Der Garten hat ja überall so Nischen und da gibt es so einiges zu entdecken. Ja, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, was ich hier so tue. Oh, hier vorne habe ich ja Salatrauke, Koriander und Thymian drin. Bisher erschmecken konnte ich Salatrauke und den Koriander, super geil. Also die hier auch so am meisten vertreten sind, das ist auf jeden Fall die Salatrauke. Und dann gibt es hier so ein paar schmalere dazwischen. Na, finde ich noch einen oder habe ich schon zu viel genascht? Ja, da gibt es ein paar zwischen. Auf jeden Fall richtig schön. Hier diese kleinen. Das ist auf jeden Fall der Koriander. Alle schon probiert. Ich bin ja ein Fan von Sprossen und das ist es im Grunde genommen. Viele züchten die sich zu Hause in so kleinen Untersetzern, wie auch immer. Und dort töpfen, aber das ist natürlich hier pro natura und echt schön. Oh, das hier wird ja schon größer. Gucken, was das wird. Hier gibt es natürlich ein paar Unkräuter und so, die sind dann demnächst mal dran, eins nach dem anderen. Ich bin froh, schon wieder hier zu sein. Das wird mich heute auch erden, dieser Rundgang, und ihr dürft dran teilhaben. Und weiter geht's zum nächsten Beet. Ja, wie ihr sehen könnt, Knoblauch ist gut gekommen. Ich habe durchgezählt, einer fehlt. Witzigerweise einer von den guten. Die kaputten sind richtig gut gekommen gleich. Das sind ja die zwei markierten hier. Und ja, bin gespannt, wie das weiter wächst und gedeiht. Auf jeden Fall schön, dass fast alle gekommen sind. Das ist die Stelle, wo einer fehlt. Hier ist auch nichts zu sehen, da kommt nichts durch. Und ja. Gilt wohl einfach mal abzuwarten. Mal gucken, was es wird. Und weiter zum nächsten. So, wie man sehen kann, bei der roten Beete passiert noch nicht so viel. Ich muss auch gestehen, ich weiß gar nicht, wie es aussieht, wenn es aus dem Boden kommt. Hier gibt es so ganz viel Verräterisches, aber es kann alles Mögliche sein und das wird die Zeit dann zeigen. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, hier ist das Kohlrabi-Beet. Das ist schon ein bisschen was zu erkennen. Ich habe ja in Linien gepflanzt oder in Reihen. Und da kommen ein paar Sachen hoch, aber auch Grassoden, das war einer der schlampigeren Beete oder beziehungsweise Testbeete, gucken wie sich das verhält. Kommt viel schneller hoch als ich dachte, aber ist okay, dafür mache ich das ja. Ich probiere und finde raus, was so der richtige Weg ist. Okay, ja, viel mehr gibt es hier gar nicht zu sagen. Ja, weiter zum Spinat und zum Salat, da tut sich viel mehr. Erklärt sich selber, Spinat ist schön am Wachsen, überall kommt was, ich bin total happy und bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob die Menge für die Wühlmäuse und mich reicht. Hier kann man noch diesen Tunnel entdecken, ich habe den so gelassen und ja, alles andere selbsterklärend, noch ein bisschen Nahaufnahme für euch. Der Salat, drei verschiedene Sorten, selbst erklären, das wächst auch alles, querbeet, ist so gewollt und hier habe ich auch schon fleißig genascht und das schmeckt echt lecker.
Ja, da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob sich das alles so hält, wie ich mir das vorstelle. Und ja, alles andere zeigt wieder die Zukunft. Ab zum nächsten Beet. Hier ist die einsame Sonnenblume im Sonnenblumenhochbeet. Mal gucken, was da draus noch wird. Ich bin einfach mal gespannt. Ich werde heute noch ein paar Sonnenblumen dazu pflanzen. Vielleicht kommt das mit aufs Video. Ansonsten werdet ihr sehen, wenn sie wachsen und gedeihen. Ja, aber dann ein Stück weiter. Das Sonnenblumenfeld, wie ich es mittlerweile auch nenne. Das hat noch jede Menge Sonnenblumen, die hochgekommen sind. Ich zeige euch das. Sonnenblumen hier wachsen und gedeihen. Schaut euch das an. Dann haben wir sehr viel Weide, die wächst. Forsythia hat hier an diesem Platz nur einen Teil angenommen. Mal gucken, vielleicht kommen die anderen auch noch. Weide, wohin das Auge reicht. Auch der Johannisbeerstrauch kriegt da ein paar grüne Stellen. Oh, die sehen ein bisschen abgeknabbert aus. Oder sieht das nur? Ich glaube, das täuscht. Aber ein bisschen grün heißt Leben, also kommt bestimmt auch noch. Ganz deutlich zu sehen. Die mögen den Platz. Ich freue mich. Ah, dann ist noch der Apfelbaum am Grün. Ah, gut, dass Osram oben mal kurz ausgeht. Kann ich ein bisschen gegen das Licht filmen. Ja, voll schön. Ich denke, der wird ein paar Äpfel tragen dieses Jahr. Dann habe ich hier noch den riesigen Johannisbeerstrauch. Also da bin ich ja mal gespannt, was dabei rumkommt, weil der ja irgendwie total wild wächst, unbeschnitten. Und das wird sich zeigen, was der mag und was der nicht mag. Aber ich wollte ihn dieses Jahr mal in Ruhe lassen. Und da werde ich mich drum kümmern, wenn es dann soweit ist. Ja, wie ihr sehen könnt, das Pavillon habe ich jetzt komplett freigeschnitten. Da hinten ist die Müllhalde, wo ich den Müll sammle. Irgendwo muss es ja erstmal hin. Aber da habe ich schon einige Schubkarren, klein geschnittenes Brombeerdornzeug zusammengekriegt. Ja, und dann sieht man ganz deutlich, wie rot die Hütte ist. Die wird auf jeden Fall dann nachher wegkommen. Auch wenn ich sie mag. Das Tomatendach war ja weggeweht. Es steht wieder. Ich habe es ein bisschen fixiert. Einmal mit einem kleinen Steinchen. Und hinten habe ich eine Platte rangeschraubt. Das muss jetzt erstmal so halten. Die letzten stürmischen Tage hat es ausgehalten. Also schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall schon besser als vorher. Negatives, es sammelt sich Wasser darunter, wie ihr sehen könnt. Aber ich sag mal, für lau bin ich schon ganz zufrieden, weil das Holz da drin, das kommt von einem Bett. Das habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Also das Holz, das ganze Bett habe ich nie mitgenommen. Und das andere ist eine Malerplane und ja, der Rest erklärt sich von selber. Bin schon ganz zufrieden. So, jetzt geht es Richtung Sperrmüllschätze. Ist ja ein bisschen was dazugekommen, ich habe es erzählt. Und auch ein bisschen Totholz und so weiter. Ein bisschen allgemein so ein paar Sachen, die ich gefunden habe. Und ich habe auch eine kleine Insektentränke angelegt. Und da kommen noch mehr von. Ich sehe gerade, das Wasser ist nicht mehr so vorhanden. Da muss ich mal nachgießen. Aber gehört in jeden Garten, meiner Meinung nach. So, als erstes mal dem Momo von gegenüber. Der mit den Tauben, ihr kennt ihn aus einem anderen Video. Hat sich auch schon mal unter Videos zu Wort geäußert. Die letzten Tage zunächst auf Arabisch. Aber dann hat er auch mal auf Deutsch geschrieben. Ich freue mich, das Ding habe ich bei ihm gesehen. Ich habe das so gefeiert, weil ich das echt hübsch finde. Da lasse ich ein bisschen was mit anstellen. Die Fliege mag es auch da.
Ja, keine Ahnung, was da noch mit passiert, aber erstmal hat es seinen Platz gefunden. Die Geschichte habt ihr schon mitgekriegt. Ja, die Grassoden wurden angenommen hier an dieser Stelle. Guckt, wie schön das aussieht. Echt herrlich. Jetzt wird gegenüber gemäht, da müssen wir mit oben, das gehört in den Schrebergartenverein. Vögel haben das Nistkästchen da oben angenommen. Was habe ich auf dem Sperrmüll gefunden? Die Dinger hier, drei an der Zahl. Lässt sich bestimmt mal was mit anfangen. Dann habe ich auch noch wieder ein paar Holzsachen gefunden. Die liegen hier, damit sie nochmal ordentlich wegsortiert werden, Nägel gezogen werden, Schrauben und so weiter. Dann habe ich hier nochmal so ein Board gefunden. Ich bin jetzt gerade im Pavillon. Holzboard, das kann ich bestimmt irgendwo dann im Bunker oder irgendwo dann mal festmachen. Nun geht's hier nochmal rein. Ich habe nämlich noch zwei Kisten gefunden. Noch nicht ganz so ersichtlich. Moment. Da haben wir jetzt. Schöne Kisten. So, genau das gleiche hier oben. Selbsterklärend. Ich finde es klasse, da lässt sich auf jeden Fall irgendwas draus machen. Wahrscheinlich wird das ein bisschen was zum Wegpacken oder so im Garten schon fast zu schade, dass sie jetzt vergammeln oder so. Deswegen einfach mal gucken. So, da habe ich die Insektentränke. Leute, packt euch sowas in den Garten, kann gar nicht genug sein. Auch die Bienchen und so weiter, die haben alle Durst. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Ich habe mich da von einer Person anstecken lassen. Vielen Dank. Und weiter geht's. Ja, also hier habe ich noch ein bisschen Rinde und so verteilt. Ein paar kleine Stücke da drüben. Guckt mal, meiner Schwester zuliebe, das Ding heißt Frauenmandel. Guckt mal, wie die Tropfen da drin sind. Sieht das nicht schön aus? Habe ich auch auf dem Sperrmüll gefunden, das Ding. Super leicht, war mal bestimmt super schwer und mittlerweile wahrscheinlich super morsch, aber nichtsdestotrotz, ich find's cool, sollte wohl hierher. Dann habe ich mittlerweile einen Wasseranschluss. Oh, denn unterm Apfelbaum wächst das hier, wenn das einer weiß, was das ist, bitte Bescheid geben. Ich bin echt interessiert, scheint wohl größer zu werden. Ich rede nicht von den Brennnesseln, sondern von den anderen Pflanzen. Wäre cool, wenn ihr da was wisst, schreibt es bitte unten in die Kommentare. So, jetzt noch mein Garten aus verschiedenen Blickwinkeln. Freut euch dran. Und dann ist die Folge auch komplett.
das war Folge 20. Ich hoffe, der Gartenrundgang hat euch gefallen. Ein paar neue Schätze dazugekommen. Habe auch nicht alle gezeigt. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch mit der Natur anstecken. Ab in die Natur mit euch, ab in den Garten, tut was. Habt Spaß, genießt die Natur und erdet euch. Da gehört ihr hin. Abonniert meinen Channel und kriegt mit, wie diese Doku-Serie weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei seid. An alle Treuen von euch, vielen Dank, dass ihr es bis hierhin immer geschaut habt. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars.